bin damals leidenschaftlicher Kampfsportler gewesen und habe dann irgendwann in Bremen nicht mehr die Möglichkeiten gehabt, erfolgreicher zu werden als das, was ich war. Und Tanzen war halt immer etwas, was mich auf jeden Fall irgendwie begeistert hat. Ich habe es damals ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das allererste, was ich gesehen hatte, war damals eine Formationsmannschaft oder ein Einzelturnier. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das fasziniert, weil es da halt schon Parallelen auch zum Kampfsport gibt. Und ich war also sehr spät Anfänger für Tanzen, 17,5 ungefähr, kurz vor meinem 18. Lebensjahr, habe ich dann mit dem Wettkampftanzen angefangen. Natürlich ist es auch die Erziehung vieler junger Menschen, die mich sehr, sehr inspiriert hat. Also was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, ist Menschen auszubilden, Sportler auszubilden, ihnen ein Gedankengut mitzugeben, nicht nur für den Sport, sondern auch für das, was sie später vielleicht mal in anderen Bereichen erreichen wollen. Das war auch immer ein sehr starker Motivationsfaktor, aber natürlich steht die Liebe zur Musik und zur Bewegung und speziell zu den lateinamerikanischen Tänzen im Vordergrund. Ich glaube, ich bin sehr, sehr deutsch. Also ich bin von meiner Mentalität im Alltag bin ich vielleicht italienisch, aber in der Struktur, wie ich arbeite, denke und Pünktlichkeitsverhalten, alles ist sehr, sehr, sehr deutsch geprägt und finde ich aber auch gut. Also ich liebe diese Werte und mein Vater war ähnlich, obwohl er Italiener ist. Und das schätze ich auch. Also ich brauche das auch für meine Arbeit, für meine Struktur. Das muss ich halt wirklich sagen. Ich habe sicherlich genug Chancen gehabt, noch andere Dinge zu machen oder auch noch mehr weg zu sein, sagen wir mal so. Oder vielleicht damals in dieser ganzen Let's Dance-Geschichte noch mehr einzusteigen. Aber ich habe halt eine hohe Verbindung zu den Menschen hier. Ich liebe diese Stadt, ich liebe dieses Kleine, die kurzen Wege, das Persönliche, was man hier hat. Ich komme mit den Bremer Charakteren sehr, sehr gut klar. Und in allererster Linie habe ich halt hier in Bremen mir das erfüllen können, was ich mir immer in meinem Leben vorgestellt habe. Also gab es keinen weiteren Grund, diese Stadt zu verlassen.